Warum, wie sagen wir? Was ist eine Bubbelstunde? Das ist ein Moment im Monat, wo die Bewohner vom Foyer-Residenz, aber auch von Strasbourg zusammenkommen und mir dann erzählen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und wir erfahren jetzt mehr darüber mit den Bildern von Karin Fex und mit der Tonaufnahme von Thierry Velio. Bonjour, Bissame, kommen wir rein. Ich zeige euch unsere Wohnung. So, das ist unsere Stube. Und hier haben wir eine Küche und hier haben wir eine Schlafstube. Es ist ein bisschen klein, es ist nicht wie vorher, aber es ist auch angenehm. Die Wohnung gibt einem die Gelegenheit, für eine schöne Etappe im Leben noch einmal zu leben, bevor dass man abhängig wird und vielleicht nicht mehr in einer Wohnung ganz allein kann sein. Wie viele andere Residenten vom Haus freut sich Mathilde jeden Monat auf eine neue Bubbelstunde? Das Herz redet auf Elsässisch. Und ich finde es wichtig, wenn man das Reden lässt, das Herz im Alter. Es ist unsere letzte Chance, für das man es reden lässt. Im 8. Stock genießt der andere Bewohner die schöne Aussicht und freut sich auch. Dann ja, haben wir den Beizengarten, wie nicht elsässisch reden können. Sie hasen weg, aber sie gehen sie mehr ein, was zu lehren. Bonjour, Finante! Es ist der Schauspieler und Sänger Christoph Volz, der die Bubbelstunde animiert. Ich bin in Strasbourg geboren. Was ist bei uns ganz speziell, erstens im Elsass? Der Wein. Wir haben es selber getreut und alles, wie man es macht. Wir haben so große Kühe, ein Riesling. Teilnehmer sind nicht alle von Strasbourg. Eine ist in der Pfalz aufgewachsen. Bad Berzabern, das ist eine Luft- und ein Wasserkurort. Und eine andere im Overland. Ich schaue jetzt nicht drauf, ob ich jetzt so meine Sprache rede und sie reden auch ein bisschen anders. Aber wir können miteinander reden, das ist interessant. Thema vom heutigen Treffen, das Elsass und seine Eierorte. Dampfnüdle. Oh ja. Oh, das ist aber Dampfnüdle ist viel auch. Doch schnell rutschen sie von Rezepten rüber zu Wortschatzproblemen. Es kommen Überraschungen, ein Thema von wo drüber geredet wäre, über einmal. Und du lässt. Und ich merke gleich als Glied, über einmal, alle, ob sie selber haben, über das, wo geredet wird. Drüber. Schon weicht die Diskussion wieder ab. Jetzt ist Streit vom Zucker, wo man im Storch ans Fenster legt. Ach so macht man Kinder. Und man hat dran geklappt, Kid. Ein Schwesterle. Ein kleiner Junge. In den Garten holen ihre Eier. Und dann hat es ab. He? Und ich habe noch den ersten gekriegsten Hase gefunden. Der war für mich. Ich im Garten ist gekommen. Batsch, Anni an den Pich. Der ist von deinen Brüdern, der ist von der Maren. Der Bernard Siljax macht viel Praktisches im Haus. Und er findet die Bubbelstunde wunderbar für all die, die noch elsässisch kennen. Die reden doch elsässisch im Essal, gell? Das ist doch nur manchmal die wie Französisch reden zusammen. Ja. Was haben sie wieder? Da machen sie immer die Reden von ihr. Und du darfst sie richtig durch. Und du darfst sie haben, was sie will. Auf elsässisch. Und am Ende der Bubbelstunde wären meist Kriegserinnerungen und Identitätsfreude erwähnt. Wir sind auch die Eltern, glaube ich. Ja? Echt? Ja. Ich glaube nicht, dass wir echte Elsässer sind. Nicht. Und warum nicht? Haben wir einen Melange? Ja. Das ist dann gut, dass wir das Leben noch Schönes im Leben hat. Es ist richtig schön, interessant. Und dann kann man mit dem Spruch elsässisch reden. Da kann man richtig mal rätschen. Ihr Wunsch wäre jetzt, dass auch jüngere Leute vom Quartier an dieser Bubbelstunde mitmachen.